Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen und taten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie und er setzte sich darauf. Hallo, heute am Palmsonntag hört ihr Bianca Wüst aus Dirmstein. Guten Tag. Ja, ich freute mich über die Termine, wie ich sah, du hast, wie im letzten Jahr, den Palmsonntag. Doch haben wir nicht auch jedes Jahr wieder Ostern? Im letzten Jahr stand ich mit euch vor dem Tor, ermunterte uns, ohne Angst, mit Jesus sich auf den Weg zu machen und durch das Tor zu schreiten. Dies können wir getrost tun, denn Jesus kommt nicht auf dem hohen Ross daher, sondern auf einem Esel. Der Esel begleitete Jesus von Geburt an, begleiten auch wir ihn. Gott mag diese störrischen Esel. Hier zeigt sich die wahre Größe Gottes. Denn Esel ist es nicht so wichtig, immer erwähnt oder genannt zu werden. Sie sind einfach da, an Weihnachten und an Palmsonntag. Weihnachten ohne Esel gibt es nicht. Denn wer hätte sonst die schwangere Maria sicher nach Bethlehem getragen, das Neugeborene mit seinem Atem gewärmt? Am Palmsonntag ritt Jesus auf einem Esel in die Stadt ein. Das erscheint sonderbar, denn bis zu diesem Zeitpunkt war Jesus immer zu Fuß gegangen. Die Menschen in Jerusalem bereiten ihm einen begeisterten Empfang. Wie haben wir uns in der zurückliegenden Fastenzeit auf diesen Empfang vorbereitet? Was ist anders geworden als im letzten Jahr, als wir vor dem Tor standen? Was hat sich bei dir zum letzten Jahr verändert? Feiern oder erleben wir diesen Einzug vielleicht bewusster? Oder sehen wir nur schon wieder goldene Osterhasen, Süßigkeiten und denken, was gibt es an Ostern zu essen? Oder haben Sie vielleicht die österliche Bußzeit bewusster und innerlicher gelebt und freuen sich darauf, heute freudig mit auf dem sanftmütigen Esel reitenden Jesus in die Karwoche einzuziehen und freudig mit Jesus mitzufeiern, obwohl wir wissen, dass der Kreuzestod folgt, der uns aber Erlösung bringt. Seien wir bereit, um mit einzuziehen, wie der Esel an Weihnachten und am Palmsonntag. Dieser Esel voller Eigensinn und Herz, voller Dienstbereitschaft und Genügsamkeit, war er dieser Aufgabe gewachsen. Seien auch wir es und öffnen unser Herz für Gott und seien ein klein bisschen wie der Esel. Herzlich, genügsam, dann sind wir gewachsen, um mit einzuziehen. Wir wollen beten. Getragen habe ich dich, getragen. Nicht auf einer geraden Strecke, asphaltiert und glatt. Getragen habe ich dich, getragen. Auf einer ungeraden Strecke lief ich mir die Hufe wund. Getragen habe ich dich, getragen. Hab gemeint, dass ich nur Maria trug. Nein, ich trug ja zwei. Dass ich dies nicht spürte, verzeih, ach Herr, verzeih. Nun trag ich dich wieder und spür, ja spür, wen ich da trage. Ich armer, sanftmütiger Esel, spür, wen ich da trage. Vielleicht spüren wir, wenn wir sanftmütig werden, dass wir zu tragen bereit sind und können mit Jesus einziehen in Jerusalem. Dazu segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.